Hallo und willkommen zu diesem Videolernzyklus. Mein Name ist Rainer Wachter und heute geht es um die Oberfläche von Prismen. Nach der Videoreihe wirst du in der Lage sein, den Oberflächeninhalt von Prismen mit der allgemeinen Formel O ist gleich 2 mal g plus m zu berechnen. Wenn du dir jetzt die Frage stellst, wozu man das überhaupt braucht, dann sieh dir zuerst mal folgende Objekte an. All diese Objekte, also zum Beispiel eine Toblerone, ein Paket, eine Kiste und ein Stück Torte haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind Prismen. Sieh dich einmal im Zimmer um. Entdeckst du deine Objekte, die auch Prismen sind? Wenn dein Blick jetzt zum Beispiel auf ein paar dicke Bücher, einen Radiergummi oder auf einen Taschenrechner fällt, dann hast du schon einige weitere Prismen gefunden. Im Alltag kann es da schon einmal vorkommen, dass man die Oberfläche davon wissen möchte. Falls du den Begriff eines Prismas gerade zum ersten Mal hörst, dann sieh dir zuerst den Videolernzyklus Eigenschaften von Prismen an, der oben rechts eingeblendet wird. Darin lernst du einige wichtige Eigenschaften zu Prismen kennen, die wir hier brauchen. Kehre danach wieder zu diesem Video zurück. Wie berechnet man jetzt also die Oberfläche eines Prismas? Die gute Nachricht ist, wir brauchen nur eine Formel, um die Oberfläche von allen verschiedenen Prismen zu berechnen. Diese schauen wir uns gleich an. Nehmen wir die Toblerone-Packung von vorhin her. Diese hat die Form eines dreiseitigen Prismas, welches in unserem Fall ein gleichseitiges Dreieck als Grund- und Deckfläche besitzt. Wie könnte man hier die Oberfläche berechnen? Überlege dir, was du noch brauchst, damit die Oberfläche komplett ist. Vielleicht hilft eine Skizze. Versuch es doch mal. Genau. Wir nehmen alle Flächen und zielen sie zusammen. Denn alle Flächen zielen ja schließlich auch zur Oberfläche. Wenn wir unser Prisma aufklappen, dann sehen wir, aus welchen verschiedenen Ebenen Figuren es besteht. Wir stellen fest, unser dreiseitiges Prisma besitzt zwei gleichseitige Dreiecke als Grund- und Deckfläche und dann noch drei gleich große Rechtecke. Diese werden, wie du wahrscheinlich schon weißt, als Mantelfläche M bezeichnet, da sie den Rauminhalt der Grund- und Deckfläche ummanteln. Also können wir jetzt die Formel für die Oberfläche zusammenbauen. Diese besteht aus der Grundfläche G, der Deckfläche D und der Mantelfläche M. Weil die Grund- und Deckfläche gleich groß sind, kann man statt O gleich G plus D plus M auch einfach O gleich 2 mal G plus M schreiben. So, sehen wir uns die Formel jetzt mal etwas genauer bei dem dreiseitigen Prisma von vorhin an. Die Grund- und Deckfläche sind gleich große gleichseitige Dreiecke. Die Flächeninhaltsformel lautet dafür also jeweils g gleich d gleich a mal ha halbe, wobei ha für die Höhe im Dreieck auf einer der Seiten a steht. Damit hätten wir auch schon die Formel für die Grund- und Deckfläche gefunden. Wie sieht es jetzt mit der Mantelfläche aus? Diese besteht ja, wie wir schon wissen, aus drei gleich großen Rechtecken, wobei deren Höhe h der Höhe h des Prismas entspricht. Die übrigen Seitenlängen gleichen den jeweils anliegenden Seitenlängen a der Dreiecke. Wenn wir diese zusammenzählen, dann erhalten wir den Umfang u der Grund- bzw. der Deckfläche. Also ergibt sich für die Mantelfläche m ist gleich a mal h plus a mal h plus a mal h. Zeichnen wir uns die Rechtecke noch einmal nebeneinander auf. Hier sehen wir, dass wir die drei einzelnen Rechtecke zu einem großen Rechteck zusammenfassen können. Das hat dann die Seitenlängen a plus a plus a gleich 3a und h. Da besteht die erste Seitenlänge, wie wir schon wissen, für den Umfang u der Grundfläche. Also kann man die Mantelfläche auch einfach so berechnen. M ist gleich a plus a in Klammer mal h gleich 3a mal h gleich u mal h. Um jetzt die gesamte Oberfläche zu erhalten, können wir die Ausdrücke für die Grund- und Mantelfläche in die Formel O ist gleich 2 mal g plus m einsetzen und wir sind fertig. Mit dieser Formel kannst du den Oberflächeninhalt aller Arten von Prismen schnell und einfach berechnen. Wenn du also ein Prisma hast und den Oberflächeninhalt davon berechnen möchtest, nimmst du wieder die allgemeine Formel O gleich 2 mal g plus m her
Berechnest die Grund- und Mantelfläche erneut und setzt diese ein. Wir halten fest, die Formel O gleich 2 mal g plus m bildet den Ausgangspunkt zur Berechnung der Oberfläche von Prismen. Sie ist bei allen Prismen anwendbar. Im nächsten Video schauen wir uns Prismen an, bei denen nicht alle Seiten der Grund- und Deckfläche gleich lang sind. Sieh dir also unbedingt auch das Basic-Video an.